Abend haben. Ein herzliches Willkommen also an alle, die jetzt dabei sind und auch an alle, die dann später diese Sendungen nachhören werden. Für Österreich ist das ja ein Problem heute. Der Opernball zieht die Massen an, wahrscheinlich auch über den Fernseher. Aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Wir gestalten unsere heutige Sendung eben, wie wir es angekündigt haben. Und ich freue mich, dass einige jetzt auch schon dabei sind. Und ich möchte euch einladen, dass wir auch diesen Abend heute mit einem Gebet beginnen, das unter dem Segen Gottes stehen kann. Ich darf euch einladen, dass wir kurz stille werden und uns im Gebet vereinen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns diesen Abend heute wieder schenkst, dass du uns die Gelegenheit gibst, über diesen Weg wieder verbunden zu sein im Gedanken und auch mit deinem Wort in Verbindung zu stehen. Du hast uns wieder ein Thema vorgelegt, über das wir heute miteinander nachdenken wollen. Und ich möchte dich bitten um die Führung deines Heiligen Geistes, dass er uns in alle Wahrheit leitet, dass er uns die rechten Gedanken vermittelt und dass wir auf die wichtigsten Dinge aufmerksam werden, die uns betreffen in diesem Thema. Und wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist darinnen führen und leiten möchtest. Halte alle Störende fern, lass die Technik gut funktionieren und gib, dass jeder, der jetzt mithört und jeder, der das dann auch weiterhin hören wird, dass er davon auch gesegnet sein kann. So hab Dank dafür, dass du bei uns bist, in Jesu Namen. Amen. Gut, ich freue mich also, dass wir dieses Thema heute haben. Ihr habt es, jetzt merke ich gerade, dass ich einen Fehler da drauf habe. Das heißt nicht Konflikte, sondern Konflikte. Konflikte mit der Gabe der Prophetie, das sollte unser Thema sein, das wir heute uns vornehmen. Es ist ein Thema, das immer noch im Zusammenhang steht mit der Thematik, die wir bisher behandelt haben, wo es um die Inspiration der Bibel geht, wo es um Interpretation der Bibel geht, um verschiedene Probleme, die wir heute im Zusammenhang mit der Bibel haben und auch in der Auseinandersetzung mit Gottes Wort. Wir haben in unserem letzten Thema, das leider bei der Aufnahme etwas nicht funktioniert hat, aber ich habe dieses Thema wieder neu besprochen und ich möchte alle, die jetzt dieses Thema hören, auch einladen, dieses vorige Thema noch anzuhören wieder. Ich habe da noch wichtige Ergänzungen in diesem letzten Thema hinzugefügt und die auch helfen, das jetzige Thema besser zu verfolgen und besser verstehen zu können. Es geht letztendlich um eine Auseinandersetzung, in der wir uns befinden, wo wir mit der Bibel konfrontiert sind, mit der Kritik an der Bibel konfrontiert sind, mit den Auseinandersetzungen über wahre und falsche Prophetie. Und es ist so, dass wenn wir über die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen und über die Glaubwürdigkeit auch unseres christlichen Glaubens, der sich ja auf der Bibel aufbaut, dann ist das immer auch in Verbindung mit dieser besonderen Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie, dieser Gabe haben wir eigentlich zu verdanken, dass wir die Bibel grundsätzlich haben. Das sollte uns, glaube ich, prinzipiell als bibelgläubige Menschen bewusst sein, dass es ohne die Gabe der Prophetie auch keine Bibel geben würde. Ich möchte dazu gleich am Beginn einen ersten Text mit euch lesen. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, dass ihr diese Texte auch mitlest.
Und zwar im zweiten Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief im Kapitel, Entschuldige, das ist nicht der zweite Petrusbrief. Das ist der Text. Ja, zweiten Petrusbrief, stimmt schon. Zweiter Petrusbrief. Und zwar im ersten Kapitel, im 20. Vers. Ja. Wir haben hier einen Text, der sagt, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist eine ganz wichtige Aussage, die wir hier haben, die uns eine Grundidee vermittelt, wie es eigentlich zur Bibel, zu Gottes Wort gekommen ist, zu uns Menschen. Irgendwo hat offensichtlich Gott das Anliegen gehabt, den Menschen Botschaften zu vermitteln. Und wir haben in der Bibel viele direkte Botschaften, die Menschen von Gott bekommen haben. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist, wie wir es schon auch erklärt haben, ist eine direkte Botschaft von Gott. Wir wissen, in der Bibel gibt es viele Bücher, die eine historische Erzählung sind über die Geschichte Israels und so weiter. Aber zwischendurch haben wir immer wieder ganz besondere Botschaften von Propheten, die gegeben worden sind. Und hier müssen wir einfach gewisse Unterscheidungen treffen. Was in der Bibel ist direkt von Gott gegeben worden, den Propheten praktisch durch Visionen, durch Träume, durch Gesichte vermittelt worden. Und was ist einfach durch das, was die Propheten an Geschichten niedergeschrieben haben oder die Schreiber der Bibel, was davon ist hier in der Bibel. Der Text, der hier darauf eingeht, oder der Text, den wir hier gelesen haben, der geht jetzt hier auf diese besondere Weissagungen ein. Ja? Weissagungen oder Prophetie, das sind zwei synonyme Begriffe, die wir in der Bibel haben. Und hier wird zum Ausdruck gebracht, dass Weissagungen nicht aus menschlichem Willen und besonders die biblischen Weissagungen nicht aus menschlichem Willen hervorgebracht worden sind, sondern hier haben Menschen durch den Heiligen Geist getrieben im Namen Gottes geredet. Wir wissen auch, dass im Namen Gottes zu reden und die Weissagung von Gott weiterzugeben oder überhaupt zu bekommen, dazu braucht es eine besondere Begabung von oben. Und wir haben jetzt auch in unserem Studienmaterial, im Studienheft, das wir studieren, jede Woche auch dieses Thema über die Geistesgaben gehabt. Und überall, wo Christen die Bibel lesen, wird man da und dort auf diese besonderen Gaben des Geistes zu reden kommen. Und davon finden wir etwas in 1. Korinther 12. Und ich möchte euch einladen, auch hier mitzulesen, 1. Korinther 12. Da werden so verschiedene Gaben aufgezählt und es wird hier zum Ausdruck gebracht, dass Gott der Geber der Gaben ist, die er an einzelne Menschen gibt und besonders an seine Gemeinde hier auf Erden. Und jeder hat so eine unterschiedliche Gabe. In Kapitel 12, Vers 7 steht, in einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinsamen Nutzen. Einem wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben, zu reden von der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist und einem die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, wenn man alle Zungen zu reden und Zungen auszulegen. Ihr merkt also, dass diese Gabe der Weissagung eine der Gaben ist, die hier aufgezählt wird. Aber es ist in der Auseinandersetzung mit der biblischen Prophetie und mit der Prophetie überhaupt, der wir hier in dieser Welt begegnen, eine besondere Gabe, die
ausdrücklich Propheten gegeben worden ist, diese Gabe der Prophetie. Und wir haben auch einen Text, der irgendwo auch in diesem Zusammenhang gesehen werden kann, dass hier diese Gabe der Prophetie in besonderer Weise für die letzte Zeit vorgesehen war. Und da haben wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Aussagen, die wir diesbezüglich kennen. Und zwar ein Prophet, das ist der Prophet Joel im Alten Testament. Und da lesen wir in Joel Kapitel 3 eine wichtige Aussage, wo besonders für die Endzeit eine besondere Ausgießung des Geistes verheißen worden ist. Und darunter natürlich auch diese besondere prophetische Gabe offensichtlich mit erwähnt wird. Und da heißt es hier in Joel 3, und nach diesem will ich gleich von Vers 1 weg, meinen Geist über alles Fleisch ausgießen, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Also hier wird schon im Alten Testament vor dem Kommen Jesu für eine bestimmte Zeit in der Zukunft eine besondere Ausgießung des Geistes verheißen über alles Fleisch. Das heißt, das sollte eine Ausgießung sein, die alle Menschen irgendwie erfassen sollte. Und in dieser letzten Ausgießung des Geistes sollen hier Söhne und Töchter, das heißt also Männer und Frauen, Jünglinge und Alte, sollen Träume und Gesichte haben. Das bedeutet, dass sie hier eine besondere Gabe der Weissagung, eine Gabe der Prophetie bekommen sollten. Das ist hier grundsätzlich einmal gemeint. Jetzt wissen wir aber, dass die Bibel sich nicht nur mit der echten Gabe der Prophetie beschäftigt und die über diese echte Gabe auch echte Propheten hervorbringt, eine wahre Gabe der Prophetie und eine wahre göttliche Gabe der Prophetie und die dann auch wahre Propheten hervorbringt. Wir haben in der Bibel auch den Hinweis, dass es zu einer ständigen Auseinandersetzung kommt zwischen wahrer Prophetie, wahre Gabe des Geistes und falscher Gabe des Geistes. Eine andere Gabe des Geistes, die aber nicht von Gott kommt. Und dieses Thema, wenn ich das für uns heute so formuliert habe, also Konflikte mit dieser Gabe der Prophetie, dann habe ich mir dieses Thema deshalb gewählt, weil wir eigentlich in der ganzen biblischen Geschichte und in der Weltgeschichte allgemein immer wieder konfrontiert sind mit der Gabe, der echten Gabe der Prophetie, die von Gottes Seite kommt, aber auch mit einer falschen Gabe der Prophetie, die irgendwo die Menschen in die Irre führen sollte. Das ist offensichtlich das Ziel. Das heißt, wir haben es hier, wenn wir über diese Gabe der Prophetie sprechen und auch über die Konflikte der Gabe der Prophetie, dann meine ich gerade diesen Gedanken und dieses Problem, dass wir in dieser Weltgeschichte in einer ständigen Konfrontation sind zwischen wahren und falschen Propheten. Und das können wir in der Bibel sehr deutlich nachvollziehen, dass es immer so war. Wenn ich die Frage stellen würde, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Bibel haben wir es mit einer falschen Prophetie zu tun? Ich weiß nicht, auf welche Antworten ihr kommen würdet, wenn euch diese Frage gestellt wird. Ich meine, dass die erste falsche Prophetie, der wir begegnen, und dort begegnen wir auch dem Urheber dieser falschen Prophetie, das ist gleich schon im Garten Eden. Und denke ich hier an diese Geschichte in 1. Mose 3, wo der Mensch kaum geschaffen wurde, von Gott in den Garten Eden gestellt worden ist, dort in diesem Garten sich wohlfühlen sollte, er sollte hier ein ewiges Glück und ewige Freude haben.
Er sollte dort die Gemeinschaft mit Gott genießen und in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben. Das war ja der Gedanke der Erschaffung der Erde und der Erschaffung auch des Garten Eden. Aber wir alle wissen, wenn wir die Bibel lesen, hat Gott dort schon im Paradies eine bestimmte Warnung ausgesprochen. Und da muss etwas dahinter gewesen sein, warum er diese Warnung ausspricht. Wir kennen sie. Gott stellt den Menschen in den Garten Eden und da gibt es zwei Bäume, den einen Baum des Lebens und den anderen Baum der Erkenntnis. Und natürlich die vielen anderen Bäume, von denen der Mensch dort leben sollte. Und hier lesen wir diese Warnung, die Gott dort im Garten Eden zum Glück der Menschen ausgesprochen hat. Das heißt, diese Warnung sollte sie vor Unglück bewahren und sollte das Glück und das Leben, ewiges Leben dort garantieren. In Kapitel 2, Vers 16 bis 17 lesen wir, und Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, Vers 15, ja, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Eine ganz ernste Warnung, die Gott hier den Menschen gegenüber ausgesprochen hat, gleich dem ersten. Und Gott wusste offensichtlich, warum er das macht. Er wusste, dass es hier bereits einen Feind gegeben hat, der schon im Himmel angefangen hat, gegen Gott zu rebellieren und gegen Gottes Wahrheit aufzustehen und Engel im Himmel auf seine Seite zu ziehen und eben von Gott abspenstig zu machen. Und dieser eine, den wir in der Bibel als Luzifer, als Satan, als den Teufel kennen und der dort auch offenbart wird, der stellt sich hier im Garten Eden in einer versteckten Schlange dar. Und wir lesen im Kapitel 3 von dieser Geschichte, dass diese Schlange listiger war als alle Tiere auf dem Felde, die Gott daher gemacht hatte. Und jetzt spricht diese Schlange, das heißt, das war jetzt nicht wirklich eine Schlange, sondern hinter dieser Schlange, also schon eine Schlange, aber hinter dieser Schlange verbarg sich offensichtlich dieser Feind Gottes. Und er spricht jetzt zur Schlange und stellt jetzt all das, was Gott gesagt hat, in Frage. Und hier haben wir eigentlich den Beginn falscher Prophetie, die zum Ziel hat, den Menschen eben von Gott wegzuführen und genau irgendwo immer im Gegenteil dessen zu wirken und zu vermitteln, also Weisheiten zu vermitteln, die nicht mit Gott zu tun haben. Und die erste falsche Prophetie, die wir hier haben, ist eigentlich das, was im Vers 4 ganz konkret steht, als die Schlange Eva versuchte, da zu dieser verbotenen Frucht zu führen. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Und da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, also von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange, und jetzt kommt diese falsche Prophetie zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Im Grunde genommen war das eine Prophetie, die hier zum Ausdruck gebracht worden ist. Eine Prophetie, die den Menschen über einen anderen Weg als der Weg Gottes Glück, Freude, Zufriedenheit und ein vielleicht besseres Leben versprochen hat. Und wir wissen, was aus dieser Geschichte geworden ist, dass hinter dieser Prophetie eigentlich eine Lüge stand. Der Vater der Lüge, als Jesus auf Erden war, hat er diese Schlange, die da dahinter war, das heißt den Teufel, der hinter dieser Schlange seine Stimme erschallen ließ, hat Jesus als den Vater der Lüge bezeichnet. Und diesem Vater der Lüge begegnen wir durch die ganze biblische Geschichte immer wieder im Zusammenhang mit falscher Prophetie. Wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen,
dann hat Gott dort vor falscher Prophetie gewarnt, vor dieser falschen Gabe. Und offensichtlich war es so, dass nicht nur Gott den Menschen diese Gabe schenken konnte, eine Gabe der Prophetie vermittelt hat, sondern dass Satan hier diese Gabe auf seine Art und Weise auch den Menschen vermittelt hat. Und immer wieder kam es in der Geschichte Israels zu diesen Auseinandersetzungen, zu Warnungen von der Seite Gottes, sich nicht mit dieser falschen Gabe der Prophetie irgendwo vertraut zu machen. Wir haben in unserem letzten Vortrag, in unserem letzten Thema, haben wir 5. Mose 18 gelesen, und auf das möchte ich jetzt noch einmal kurz zurückkommen, wo Gott Israel, als er sie aus Ägypten herausgeführt hat, vor solchen falschen Gaben der Prophetie warnen wollte, indem er hier in Kapitel 18 warnt vor Wahrsagerei, Hellseherei im Vers 10, ja, Kapitel 18, 10, vor geheimen Künsten, vor Zauberei, vor Geisterbeschwörungen, Zeichendeuterei und Totenbefragungen. Offensichtlich war es so, dass solche Praktiken damals schon bekannt waren. Überall, weit und breit, hat man in Ägypten und bei den alten Kulturen, wissen wir, dass es solche Leute gegeben hat, die scheinbar solche übernatürlichen Fähigkeiten gehabt haben, so übernatürliche Gaben, ja, mit denen sie die Leute fasziniert haben und scheinbar hier auch übernatürliche Möglichkeiten gehabt haben, Botschaften und Informationen zu bekommen. Gott warnt aber vor solchen Gaben, die diese Leute haben. Und offensichtlich, er spricht auch hier, dass man davon, dass man solche Dinge nicht lernen sollte zu tun. Israel sollte das nicht lernen. Offensichtlich konnte man solche Gaben erlernen. Das ist gleichzeitig ein großer Unterschied zwischen der Gabe der Prophetie, die von Gott kommt, die kann man nicht erlernen. Wenn wir die Texte, die wir dort im 1. Korinther gelesen haben, die zeigen ganz deutlich, dass das Gaben sind, die Gott den Menschen gibt, und er sucht sich die Menschen aus, denen er diese Gabe verleiht. Also die biblische Gabe der Prophetie, die von Gott kommt, kann kein Mensch sich einfach aneignen und erlernen. Was man aber bei Wahrsagerei, bei Hellseherei und bei solchen Dingen tun kann. Und das ist schon ein Merkmal, das sehr gegensätzlich ist, auf das wir achten sollten. Und aus diesen Leuten, die diese Gaben gehabt haben, offensichtlich, die diese Fähigkeiten sich erlernt haben, und das war in Ägypten bekannt und auch in Babylon, in den alten Kulturen war das überall möglich, demgegenüber hat Gott Propheten erweckt. Und da haben wir diese Gegenüberstellung, wahre und falsche Propheten. Hier gleich in 5. Mose 18 dieser Hinweis durch Mose. Mose war ja ein Prophet, den Gott berufen hat. Und wir wissen, Mose hat sich nicht selbst berufen. Diese Geschichte in der Wüste mit dem Dornenbusch, dort wissen wir, da hat Mose eine Vision gehabt, dieser brennende Busch, der nicht verbrannte. Und dort ging er hin, Gott sagte ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist ein heiliges Land. Und dort an diesem heiligen Boden ist Mose zum Propheten berufen worden. Und Gott hat ihm ja direkt den Auftrag gegeben, zum Beispiel dort nach Ägypten zu gehen und das Volk Israel aus Ägypten zu ziehen, mit dem Pharao ins Gespräch zu kommen und dort eben dieses Werk der Befreiung Ägyptens aus der Sklaverei durchzuführen. Und jetzt sagt Mose, als er schon ziemlich am Ende seines Lebens auch war und als Israel vor der Grenze Kanaan stand, hat Mose ihnen verheißen, dass Gott sie nicht ohne einen weiteren Propheten lassen wird. Und er sagt hier im Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Also dieser Hinweis, Gott wird euch einen Propheten schenken, da steht jetzt nicht von vielen Propheten, sondern einen Propheten. Und das ist auch ein interessantes Kennzeichen, das wir in der Bibel finden, dass die wahren Propheten immer eher in der Minderheit waren, dass es nur einzelne wahre Propheten gegeben hat, aber dem gegenüber eine Fülle von falschen Propheten.
Da gibt es eine bekannte Geschichte, von der ich meine, dass diese Geschichte auch für unsere heutige Zeit, für die letzte Zeit, eine besondere Bedeutung hat. Und zwar ist das diese Geschichte vom Propheten Elia. Und wir haben die Geschichte vom Propheten Elia in 1. Könige Kapitel 18. Schlag diesen Text auf. Und dort haben wir ein Kapitel, in dem wir erkennen können, wie der Prophet Elia hier alleine gegen eine ganze Fülle von falschen Propheten gestanden hat, die hier sogar vom König, vom König Ahab und von der Königin Isabel, dieser König Ahab, der israelitische König, hat sich hier mit einer heidnischen Frau verheiratet und die hat hier den Götzendienst nach Israel gebracht und hat hier auch viele falsche Propheten gezüchtet. Und wir lesen hier in 1. Könige, Kapitel 18, einen sehr interessanten Text. Und zwar hat sich die Geschichte hier abgespielt in einer Auseinandersetzung mit dem Propheten Elia, der von diesem Propheten Ahab und von dieser Isabel, seiner Frau, sehr gehasst wurde. Und Israel hat sich diesen falschen Propheten hingegeben. Und dann hat Elia um eine Dürre gebeten, Gott, dass es 3 Jahre lang eine Dürre sein sollte. Und jetzt sind wir hier im Kapitel 8 schon am Ende dieser 3 Jahre. Und da lesen wir jetzt im Vers 1: Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr dieser Dürrezeit. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria, in diesem Gebiet, aufgrund dessen, weil sie hier eben falschen Propheten geglaubt haben und von Gott abgefallen sind. Und dann heißt es hier, und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Da war ein Mann, der dort am Hof tätig war, und der war noch gottesfürchtig in diesem abgefallenen Königshaus. Und was hat er da gemacht? Das steht jetzt hier. Denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und wenn man diese Geschichte da liest, dann waren das Propheten, die offensichtlich noch auf der richtigen Seite waren. Das waren Propheten, also gläubige Menschen, die hier auf der Seite des Elia gestanden hatten und die bedroht worden sind von der Isabel. Und Ahab hat alle diese Propheten auch verfolgt. Und dann kam es dann hier zu einer Konfrontation. Elia wusste offensichtlich von diesen Propheten nichts. Er hat gemeint, er ist überhaupt nur alleine übrig geblieben. Und man liest auch von diesen anderen Propheten, die hier da versteckt worden sind, nichts weiter in der Bibel, was die da Besonderes gemacht haben. Und so stand Elia letztendlich dort oben auf dem Berg Karmel, zu dem er da aufgerufen hat, dort hinaufzugehen, alleine dort. Und da steht hier von den anderen, von dieser Mehrzahl der Propheten, lesen wir ab Vers 17, und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israels in Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Also hier haben wir eine Geschichte, wo der Elia praktisch alleine als dieser wahre Prophet dort steht, ja. Er sagt das auch hier auf diesem Berg Karmel im Vers 21, wenn wir da weiterlesen. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinget ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baal sind 450 Mann.
Also offensichtlich ist Elia hier wirklich in dieser Situation von denen, die da noch waren, früher alleine übrig geblieben als dieser wahre Prophet. Und dem gegenüber stehen 400 und noch einmal 400, 800 falsche Propheten. Und wenn man diese Geschichte weiterliest, dann wissen wir, dass hier Gott ein besonderes Zeichen gegeben hat, wer ist jetzt hier der wahre Prophet und wer der falsche Prophet. Tatsache ist, dass Israel hier in einer Zeit war, wo der Großteil des Volkes samt dem König diesen falschen Propheten gehuldigt haben und sich von diesen falschen Propheten in die Irre führen haben lassen und das Volk ist von einem Unglück ins andere gerannt. Wenn wir die Geschichte dann weiterlesen in der Bibel, dann merken wir, es ist ähnlich weitergegangen zwischen wahren und falschen Propheten. Die einen in der Mehrzahl, die anderen in der Minderheit. Lade euch ein, dass ihr Hesekiel 13 aufschlagt, im Propheten Hesekiel. Da haben wir ein ganzes Kapitel, das hier die Überschrift trägt, Hesekiel 13, gegen die falschen Propheten. Und das war jetzt etwa, ja, das war 300 Jahre etwa nach dem Propheten Elia. Hat sich offensichtlich hier nichts geändert, obwohl Gott dort am Berg Karmel ein ganz deutliches Zeichen gesetzt hat, dass hier ein Unterschied besteht zwischen den wahren Propheten und den falschen Propheten. Und trotzdem hat Israel daraus offensichtlich nichts gelernt. Es gab immer wieder einen Nährboden für viele falsche Propheten. Und davon spricht jetzt hier Hesekiel. Das ist im Kapitel 13, wo es heißt, und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Propheten Israels und sprich zu denen, die aus eigenem Antrieb heraus weissagen. Höret des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, weh den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben doch keine Gesichte. Interessant, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Gott sagt also hier, spricht von Propheten und warnt vor Propheten, die behaupteten, sie hätten Träume und Gesichte, aber Gott sagt, von mir haben sie es nicht. Er hat es ihnen nicht gegeben. Es geht weiter im Vers 8, im Vers 4, O Israel, deine Propheten sind wie die Füchse in den Trümmern. Sie sind nicht in die Bresche getreten und haben sich nicht zur Mauer gemacht um das Haus Israel, damit es feststeht im Kampf am Tage des Herrn. Ihre Gesichter sind nichtig und ihr Wahrsagen ist Lüge. Sie sprechen, der Herr hat's gesagt und doch hat sie der Herr nicht gesandt. Und sie warten darauf, dass ihr Wort erfüllt wird. Ist's nicht vielmehr so, eure Gesichter sind nichtig und euer Wahrsagen ist lauter Lüge. Und ihr sprecht doch, der Herr hat's geredet, wo ich doch nichts geredet habe. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr Trug redet und Lügen wahrsagt, siehe, darum will ich an euch, spricht Gott der Herr, und meine Hand soll über die Propheten kommen, die Trug reden und Lüge wahrsagen, sie sollen in der Gemeinschaft meines Volkes nicht bleiben und in das Buch des Hauses Israels nicht eingeschrieben werden und ins Land Israel nicht kommen und ihr sollt erfahren, dass ich Gott der Herr bin. Man kann viele Texte hier haben und sie auch dann weiterlesen. Die Grundidee, auf die ich hier aufmerksam machen möchte, weil wir unser Thema überschrieben haben, Konflikte mit der Gabe der Prophetie. Was damit gemeint ist, das können wir hier am besten weiter ersehen. Dieser Konflikt hat also im Garten Eden begonnen. Wahre und falsche Prophetie hat sich fortgesetzt durch die ganze Geschichte hindurch und hier in Israel in dieser Zeit kurz vor ihrer Gefangenschaft in Babylon sehen wir, in welcher Konfrontation der Prophet Hesekiel hier stand, dass es Propheten gab in Israel, die hier eindeutig als falsche Propheten identifiziert werden, die auch von Gesichten sprachen und die zum Ausdruck brachten, dass sie diese Gesichte von Gott bekommen haben. Und es ist durchaus möglich, dass diese Leute tatsächlich der Meinung waren, diese Gesichte und diese Träume, die sie da haben, sind von Gott. Aber Gott warnt den wahren Propheten, hier Hesekiel, dass das nicht
Gesichte sind, die von ihm kommen. Also können sie nur von der Gegenseite gekommen sein. Und wir wissen, dass eben auch Satan die Möglichkeit hat, Menschen Träume und Gesichter zu vermitteln und das so zu vermitteln, dass die den Eindruck haben, das kommt eh von Gott. Eine alte Geschichte, die wir haben. Wir haben einen anderen Propheten, und das ist der Prophet Jeremia. Und interessant ist, dass gerade dieser Prophet Jeremia ein Prophet war, der kurz vor der Zerstörung Jerusalems damals gelebt hat und ebenfalls als einzelner Prophet einer Fülle von falschen Propheten gegenübergestanden ist, wo ebenfalls Gott wieder davor warnt. Und hier lesen wir in Jeremia 23, Jeremia 23, Vers 25, da heißt es: Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal, also Erinnerung an die Geschichte Israels von vorher bei Elias Zeiten. Und dann heißt es hier: Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Also ein Konflikt, den wir hier ganz deutlich haben, der sich damals im alten Israel abgespielt hat. Ein Volk Gottes, das erwählt worden ist zu einem besonderen Licht für die Völker, hat sich hier irgendwo verführen lassen und hat lieber die falschen Propheten akzeptiert als den wahren Propheten. Und die Geschichte des Jeremia ist ein großes Beispiel dafür, wie es den Propheten in Israel gegangen ist. Als Jesus auf Erden war, hat er gerade auch damals über Jerusalem geweint und hat sich etwas auf dieses Schicksal der Propheten bezogen. Und zwar in Matthäus 23 im Neuen Testament wollen wir diesen Text lesen. Und er zeigt, wie auch Jesus als der größte der aller Propheten auf diese Erde kam und wie er hier zurückgreift in die Geschichte Israels und versucht damals zu seiner Zeit das Volk Israel auf seine Geschichte zu erinnern in der Auseinandersetzung mit dieser wahren und falschen Gabe der Prophetie. Da sagt Jesus hier in Matthäus 23, Vers 37: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Was Jesus hier gemacht hat, was Jesus hier wollte, das Volk zu versammeln, um den wahren Propheten, das hat Gott durch die Propheten im Alten Testament genauso machen wollen, dass er das Volk um diese wahren Propheten versammelt und sie führen wollte in der richtigen Weise unter dem Gesetz Gottes, unter der Weisung Gottes. Aber hier steht, Jerusalem hat diese Propheten auch immer wieder gehasst und getötet. Einen Text im Alten Testament, wo wir sehen, dass dabei auch nur Unheil herausgekommen ist, das lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 36. Und hier wird zusammengefasst, was Israel letztendlich erlebt hat, weil sie sich immer wieder von falschen Propheten verleiten haben lassen. Da steht hier in 2. Chronik, Kapitel 36, ab Vers 15: Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es keine Vergebung mehr gab. Wir sind hier unmittelbar vor der Zerstörung Jerusalems. Das heißt, ein großes Unheil kam damals über das Volk Israel, das Gott eigentlich erwählt hatte, um ein Licht für die Heiden zu sein.
Aber sie haben sich durch falsche Propheten so weit von Gott entfernt, und dadurch hat quasi, man kann es wirklich nur so sagen, hat der Teufel mehr und mehr über dieses Land und über diese Menschen geherrscht. Und Gott hat dieses Volk nicht mehr schützen können. Er hat es preisgegeben den Feinden, die dann gekommen sind, wo Gott sie eigentlich immer schützen wollte vor solchen Feinden. Und dann kam es zu dieser tragischen Zerstörung von Jerusalem. Ein Schicksal, das hier niedergeschrieben ist, und ein großer Teil im Alten Testament der Prophetie handelt um diese ganze Auseinandersetzung zwischen wahren und falschen Propheten. Warum erzähle ich diese Geschichte aus dieser alttestamentlichen Zeit? Weil sich diese Geschichte offensichtlich auch in neutestamentlicher Zeit bis zum Ende hin wiederholt und immer wieder auch wiederholt hat. Wir haben ein prophetisches Wort, das wir in Matthäus 24 finden. Und das ist das Kapitel, das gleich nach dieser Rede Jesu kommt in Matthäus 23, wo er über Jerusalem geweint hat und hier daran erinnert hat, wie das Volk mit den wahren Propheten umgegangen ist in vergangenen Zeiten. Und dass er als der König Himmels und der Erde, als der größte Prophet vom Himmel gesandt unter seinem Volk war und sie ihn auch nicht anerkannt haben als den wahren Propheten. Und dann kommt Jesus und kündigt damit das zweite Schicksal Jerusalems an. Und er sagt hier in Matthäus 23, als er da seine Jünger noch einmal kurz vor seinem Tod versammelt hatte, da heißt es hier ab Vers 1, und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass ihm zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen deines Kommens sein und des Endes der Welt? Das war die Frage der Jünger hier. Du sprichst jetzt vom Ende, du sprichst von deinem Kommen. Was wird denn das Zeichen sein, an dem man erkennen wird können, dass dein Kommen nahe ist? Und es ist sehr bemerkenswert, dass das Erste, was Jesus hier sagt, eine Warnung wieder vor falschen Propheten ist. Denn es werden viele kommen, so sagt das hier in Vers, ja, von Vers 4 lesen wir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Dann geht es weiter im Vers 11. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Dann überspringen wir bis herunter zu Vers 24. Da heißt es, denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Eine Voraussage, die Jesus hier ganz deutlich angesprochen hat, in Bezug auf die letzte Zeit. Und wenn er hier davon spricht, dass in dieser letzten Zeit viele falsche Propheten und sogar falsche Christusse auferstehen werden, dann heißt das, dass wir in dieser letzten Zeit in einem besonderen Konflikt uns befinden werden, in der Auseinandersetzung mit wahren und falschen Propheten. Die Tatsache, dass es falsche Propheten geben wird, je mehr wir dem Ende entgegengehen, schließt er nicht aus, dass es dann auch wahre Propheten. Gut, also wir machen hier weiter. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt oft zeigen möchte, in welcher Auseinandersetzung wir uns heute im Christentum mit wahrer und falscher Prophetie konfrontiert sind, wie wir da konfrontiert sind mit wahrer und falscher Prophetie. Und das ist ja nicht nur so, dass das in kleineren Kreisen des Christentums stattfindet. Ich habe hier eine ganze Reihe von verschiedenen Büchern, die ich heute hier vorbereitet habe.
Und ich fange mal an in der Großkirche. Man müsste sich die Frage stellen, gibt es auch Propheten im Christentum ganz allgemein? Welche Propheten kennen wir hier? Gibt es in der katholischen Kirche zum Beispiel Propheten? Wenn Jesus gesagt hat, es werden viele Propheten sein, viele falsche Propheten, wo finden wir sie? Jeder von uns kennt im Katholizismus die ganze Bewegung der Marienerscheinung. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch, Botschaften, Marias Botschaften an die Welt. Ich habe ein anderes Buch hier, ein sehr interessantes Buch, das den Titel trägt, Deine Tage sind gezählt. Hier habe ich ein Buch, das vollgefüllt ist mit Propheten und Prophetinnen, die Christuserscheinungen haben, die Marienerscheinungen haben und von dort her Botschaften bekommen, die unsere Weltgeschichte betreffen. Es war ja immer so, dass Propheten, das war ja auch in biblischen Zeiten so, dass Propheten in alttestamentlicher Zeit immer wieder Dinge vorausgesagt haben. Und sehr bemerkenswert war, dass die Propheten in der Bibel, die falschen Propheten in der Bibel, besonders, und das lesen wir bei Jeremia, wenn wir den Propheten Jeremia im 23. Kapitel lesen und auch im 14. Kapitel, auch im 8. Kapitel zum Beispiel, da gibt es Texte dort, wo die falschen Propheten besonders dadurch gekennzeichnet waren, dass sie immer wieder Frieden prophezeiten, dass dem Volk Frieden vorhergesagt worden ist und die wahren Propheten eher das Unheil vorausgesagt haben. Inzwischen hat sich aber das in neutestamentlicher Zeit und jetzt besonders am Ende dieser Zeit, ist es sehr bemerkenswert, dass alle Propheten, die ich so bis jetzt so in verschiedensten Religionen und auch besonders innerhalb der christlichen Kirchen, denen ich begegne, dass man hier von Propheten spricht, die nicht nur das Heil voraussagen, sondern auch sehr wohl immer das Unheil. Und hier zum Beispiel in diesen Marienerscheinungen von Fatima zum Beispiel, da gibt es viele Berichte da drinnen, die eigentlich furchtbares Unheil voraussagen. Wir haben zum Beispiel dieses Geheimnis von Fatima, das dritte Geheimnis von Fatima. Ich habe hier einen Bericht in diesem Buch und ich glaube, im Internet kann man da überall nachlesen von diesem Unheil, das über diese Erde hereinbrausen wird, aufgrund dessen, weil sich die Menschen eben nicht bekehren und vor allem sich nicht zu Maria bekehren. Das ist der Tenor, der dort immer wieder kommt. Eine Botschaft von Fatima zum Beispiel, die ich hier lese. Viele Nationen werden vom Angesicht der Erde verschwinden. Das ist eine Botschaft, die damals schon 1917 waren, ja, diese Botschaften, die da gekommen sind. Und da ist diesen Kindern, die dort erschienen sind, denen Maria dort erschienen sind, solche Botschaften vermittelt worden. Viele Nationen werden vom Angesicht der Erde verschwinden. Russland wird die Geißel sein, die Gott benützt, um die Menschheit zu züchtigen, wenn wir ihm nicht die Gnade der Bekehrung erwirken. Vieles in dieser Richtung, also es würde zu lang führen, wenn ich da alles lesen würde. Ich nehme da nur ein paar Beispiele heraus aus diesem Buch, die auf die Marienerscheinungen in Fatima oder auch auf andere Marienerscheinungen zurückgehen. Wo hier habe ich eine Marienerscheinung, die in Italien stattgefunden hat, eine Geschwisterschwester Helena Aiola Cosenza in Süditalien, die eine besondere Botschaft bekommen hat am 16. April 1954. Und da heißt es hier, dass ihr die Gottesmutter erschien und ihr dann sagte, mein Herz ist traurig. Bald wird die Welt heimgesucht werden mit großen Drangsalen, blutigen Revolutionen, schrecklichen Orkanen und Überschwemmungen durch Ströme und Meere. Rufe es hinaus, bis die Priester Gottes auf meine Stimme hören und die Menschen warnen, dass die große Strafe nahe ist. Wenn die Menschen nicht durch Gebet und Buße zu Gott zurückkehren, wird die Welt in einen neuen schrecklichen Krieg gestoßen werden.
Tödlichste Waffen werden Völker und Nationen vernichten. Das ist eine Botschaft 1954, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. In diesem gottlosen Krieg wird viel von dem zerstört werden, was die Menschen aufgebaut haben. Dann vollzieht sich Gottes Strafgericht. Feurige Wolken mit herniederfahrenden Blitzen und ein Sturm von Feuer werden über die Welt hinweggehen. Beschreibungen, die hier also wirklich eine Zerstörung über diese Welt voraussagen. Eine andere Botschaft 1967, die ich hier in diesem Buch habe, eine Botschaft von der barmherzigen Liebe. Da heißt es hier, vielerorts werden schwere Revolutionen ausbrechen. Auch in unseren Nachbarländern Italien und Frankreich. Das Blut wird auf den Straßen fließen. Bis in die Häuser hinein werden die Menschen sich verfolgen und töten. Paris wird vom eigenen Pöbel niedergebrannt werden. Der Papst muss aus Rom fliehen. Ganz konkrete Aussagen. Auf dem Petersdom wird die russische Fahne mit Hammer und Sichel flattern. Es ist interessant, dass diese Prophezeiungen gemacht worden ist, bevor der Kommunismus zusammengebrochen ist. Und viele der Prophezeiungen, die da in diesem Buch stehen, haben sich eigentlich durch den Fall des Kommunismus überhaupt nicht mehr erfüllt. Ja? Und da merkt man schon, irgendwas stimmt da nicht. Ja? Dann geht es weiter. Gewaltige sowjetische Heeressäulen mit zehntausenden Panzern werden in Westeuropa, vor allem in Deutschland, einfalten und Schrecken und Elend und Not verbreiten. Eine weitere Aussage, doch bevor die Macht des Kommunismus endgültig bezwungen wird und in Russland eine Gegenrevolution ausbricht, erfolgt ein atomarer Schlagabtausch zwischen der Sowjetunion und den USA mit verheerenden Auswirkungen. Vor dem Zusammenbruch des Kommunismus war das durchaus denkbar, dass es zu dem kommen konnte. Inzwischen hat sich die Weltpolitik in eine ganz andere Richtung gewählt. Aber wir wissen nicht, was wird sich da eigentlich noch ereignen. Jedenfalls ist hier von solchen Ereignissen die Rede. Ist das wahre Prophetie? Ist das falsche Prophetie? Lässt sich schwer sagen, denn auch in der Bibel können wir viele Katastrophen, viel von Katastrophen und Unheil lesen. Aber das Interessante ist hier zum Beispiel, da wird vorausgesagt, dass also sehr starke, also mehrere Nationen werden in Feuer und Blut untergehen. Die Ozeane durch die gewaltige Sprengkraft der Atombomben aufgewühlt werden mit riesigen Wogen über weite Küstengebiete hinweg donnern und Städte und Dörfer unter sich begraben. Hunderte Millionen Menschen werden von einer Stunde auf die andere hinweggerafft. Das ganze Buch hier ist voll von solchen verschiedenen prophetischen Aussagen, die unterschiedlichste Leute allein im Bereich des Katholizismus gehabt haben in den letzten Jahrzehnten. Hier eine sehr interessante Botschaft von Fatima, 1900, was sich erfüllen sollte, eine Prophezeiung, die in diesem Zusammenhang 1967 gegeben worden ist. Da heißt es, nach der Katastrophe wird Gott in seiner Macht die von schwersten Zerstörungen verwüstete und aus den Fugen geratene Welt neu ordnen und die Natur wieder aufblühen lassen. Die katholische Kirche wird durch das sichtbare Eingreifen Jesu und Mariens mit ihren himmlischen Heerscharen siegreich und geläutert aus dieser Entscheidungsschlacht mit dem gottlosen Kommunismus und den anderen von Satan beherrschten Mächten hervorgehen. Durch glaubensstarke Priester und Gläubige wird sie in neuem Glanz erstehen. Die überlebenden getrennten christlichen Brüder werden unter dem Eindruck der gewaltigen Ereignisse zur wahren Kirche zurückfinden und es wird ein Hirt und eine Herde sein. Eine Zeit des Friedens, die schönste Zeit der Menschheitsgeschichte. Damit wird sich erfüllen, was die Gottesmutter in Fatima 1917 verheißen hat. Und spätestens hier, wenn man die Bibel kennt und das jetzt mit dieser Prophetie in Vergleich stellt, wird man merken, die Bibel geht hier wohl ganz in einen ganz anderen Weg. Nirgends steht in der Bibel, dass nach diesen letzten Katastrophen auf dieser Erde dann endlich Friede herrschen wird und eine Kirche hier mit gläubigen Priestern gefüllt sein wird, die die Welt dann in eine neue, glückliche Zukunft führen würde. Das sind Botschaften, die hier im Zusammenhang gebracht werden mit Marienbotschaften. Und da geht es um die Frage, ist das hier ein Konflikt mit wahrer Gabe der Prophetie
oder einer falschen Gabe der Prophetie. Wir wissen, wie unglaublich verbreitet in dieser Welt diese Marienbotschaften sind, und immer mehr und mehr Menschen werden durch diese Botschaften ja angesprochen, und das breitet sich weltweit aus. Also, wir können hier sagen, grundsätzlich gibt es eine Art Gabe der Prophetie auch in der katholischen Kirche auf die Art und Weise. Wie ist es in anderen Gemeinschaften? Ich habe hier, und jeder, der sich damit beschäftigen möchte, den würde ich raten, einmal in eine Buchhandlung zu gehen, in eine christliche Buchhandlung, und zu schauen, was es dort über Propheten gibt. Ich habe hier ein anderes Buch aus der charismatischen Bewegung, das den Titel trägt, Die Propheten kommen. Das ist ein Buch, das noch gar nicht so, also 1994 herausgegeben worden ist. Und es ist sehr bemerkenswert, es hatte bis dorthin in der charismatischen Bewegung kaum Propheten gegeben. Und in der protestantischen Kirche, in den protestantischen Gemeinschaften hat man kaum etwas von Propheten gehört. Im Gegenteil, wir als Adventisten haben ja auch eine Prophetin von Ellen White, und auf die wir dann auch, die wir schon angesprochen haben und auf die wir dann später noch auch in anderen Themen zu sprechen kommen werden. Und wir sind ja eigentlich immer wieder von außen angegriffen worden, weil man weiß, dass die Adventgemeinde in ihren Reihen seine Prophetin hatte damals, um 1844 und danach. Und es ist immer wieder in anderen Religionsgemeinschaften, da wird ja immer wieder darüber gesprochen, und heute gibt es ja eine große Diskussion auch über diese prophetische Gabe, die hier auch in der Adventgemeinde zu finden war. Und man hat hier eine Auseinandersetzung gehabt zwischen wahren und falschen Propheten. Und da gab es eigentlich in diesen anderen kirchlichen Gemeinschaften und in diesen anderen religiösen Gemeinschaften hat man nichts gehört von Propheten. Und jetzt auf einmal in den 90er Jahren ein Buch, Die Propheten kommen. Und ich lese hier einen Text von einem gewissen Rick Joyner, ein bekannter Charismatiker. Und da heißt es hier, die nächste geistliche Welle wird die Wiederherstellung und Anerkennung des Dienstes der Prophetie bringen. Also hier ist in der charismatischen Bewegung von verschiedenen Wellen die Rede, von so geistlichen Wellen. Und eine dieser Wellen, von denen hier die Rede ist, wird diese besondere prophetische Welle sein. Und da sagt er hier, der prophetische Dienst wird in den nächsten Jahren im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da mehr Salbung ihn begleiten wird, als man seit den Zeiten der Bibel je gesehen hat. Das heißt, hier wird angekündigt, dass es in der nächsten Zeit, also seit den 90er Jahren, ist das angekündigt worden, dass es eine derartige Fülle von Prophezeiungen, also von Propheten geben wird, und wie es seit der Zeit der Bibel noch nicht gegeben hat. John Wimber, ein anderer Mann in der charismatischen Bewegung, der auch sehr stark prophetisch wirkt und gewirkt hat und von dem es viele Bücher gibt, eine führende Gestalt in der charismatischen Bewegungen, der sagt hier, Gott ist im Augenblick dabei, das Amt des Propheten wieder einzuführen, als hätte Gott der Gemeinde praktisch das Prophetenamt nicht vermittelt. Aber es ist sehr interessant, dass hier die Überzeugung herrscht, dass in der nächsten Zeit, also diese Leute sind ja alle davon überzeugt, dass wir in die Endphase der Weltgeschichte einsteigen, und hier wird gesagt, dass das Amt des Propheten wieder besonders eingeführt wird. In den kommenden Jahren wird der Prophet eine grundlegende Rolle in Beginn und Aufrechterhaltung der Erweckung spielen. Man spricht also hier von einer besonderen geistlichen Erweckung, die kommen sollte. Und diese geistliche Erweckung sollte auch besonderen prophetischen Dienst, also die prophetische Gabe, wieder hervorbringen. Also es wäre, könnte man sagen, in Zusammenhang mit dem, was wir in Joel gelesen haben, eine Ankündigung von einer großen Ausgießung des Geistes. Und jetzt wissen wir, nach dem, was wir bis jetzt besprochen haben,
merken wir, dass wir in dieser Welt nicht nur eine besondere Ausgießung des Geistes und der Prophetie in Bezug auf die richtige Gabe erwarten sollten, sondern dass wir auch damit rechnen müssen, und das wird uns hier ganz konkret angekündigt, dass auch andere Propheten auftreten würden. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt automatisch falsche Prophetie. Man muss nur schauen, was wird hier von diesen Propheten verkündigt, was wird hier vorausgesagt. Denn nur an dem kann man das erkennen. Ich habe hier in diesem Buch einige dieser Prophezeiungen, hier eine Überschrift Prophetie über Deutschland. Und da ist ein gewisser Mike Baikal, ein John Wimber, Paul Kane, werden hier berichtet, die hier Prophezeiungen ausgesprochen haben. Und über Deutschland, ganz konkret, das ist vielleicht für uns recht interessant hier, da steht hier zum Beispiel, ausgehend von London und Berlin werde sich in England und Deutschland in Wiederaufnahme der Reformation des 16. Jahrhunderts eine zweite geistliche Reformation ausbreiten, die eine nie zuvor gekannte Kraft entfalten werde. Die christlichen Leiter in England und Deutschland sollten sich in großer Einmütigkeit zusammenfinden. Die genannten Städte würden eine Heimsuchung Gottes erleben. Also London, Berlin, werden hier besonders erwähnt. Gott habe einen Fuß auf London und einen anderen auf Berlin gesetzt, und diese beiden Nationen würden die Leiterschaft für die große kommende Erweckung hervorbringen. Das sind jetzt schon 10 Jahre vergangen, also 15, bald mehr, nicht? Das ist eigentlich schon 1990 geschrieben worden, haben wir schon fast 20 Jahre. Ist hier vorausgesagt worden, dass es von London und von Berlin eine große Erweckung ausgehen sollte. Bis jetzt merken wir eigentlich nichts davon. Da steht dann weiter, die erwähnten Prozesse sollen überraschend schnell kommen und begleitet sein von großen Konflikten im übernatürlichen Bereich und im politischen, gesellschaftlichen Leben. Der Kommunismus wird zu neuem Leben erwachen und sich mit dem Islam verbinden, und das werde der Plan Satans zur Zerstörung Europas sein. Es werden viel Verwirrung, Verfolgung und auch Spaltungen unter den Christen geben. Kann sich alles irgendwo erfüllen? Soll Europa zerstört werden? Da werden ganz konkrete Aussagen gemacht. Hier Aussagen, auch einzelne Städte in Deutschland würden eine neue Bedeutung im Heilsplan Gottes bekommen. Das ist wieder die andere Seite. In Nürnberg, der Stätte des Reichsparteitages der Nazis, werde Gott seine geistlichen Truppen aufmarschieren lassen. Berlin werde das Zentrum einer neuen geistlichen Reformation werden. In den nächsten Jahren würden wir Zeugen davon, dass infolge dieser Erweckung etwa 1 Milliarde Bekehrte auf der Erde seien, also 20% der Weltbevölkerung bekehrt sind. Das würde bedeuten, dass dann auf der Erde mehr Gläubige sind als die Gesamtzahl all derer, die jetzt im Himmel sind. Also jeder, der die Bibel jetzt kennt, der muss hier fragen, wie kommt man zu solchen Aussagen? Hier wird von einer riesigen Bekehrung gesprochen, von der wir eigentlich in der Bibel in der Form nichts lesen. In der Bibel merken wir, dass die Bibel eigentlich die Zukunft voraussagt, dass es natürlich, Gott wird noch ein großes Werk tun, das glauben wir auch, das wird eine Ausgießung des Geistes geben, aber wenn hier gesagt wird, es wird hier auf dieser Erde mehr Gläubige geben als die Gesamtzahl all derer, die jetzt im Himmel sind, dann muss man ja fragen, ja, wie viel sind die denn schon jetzt im Himmel? Wir wissen aus der Bibel nur von drei Menschen, die im Himmel sind. Das ist Mose, Elia und Henoch. Und wir wissen auch, dass bei der Auferstehung Jesu einige aus den Gräbern gegangen sind. In Matthäus 26 kann man das lesen. Und dabei wissen wir, dass einige dieser Auferstandenen mit Jesus in den Himmel aufgefahren sind. Davon spricht auch der Apostel Paulus. Da gibt es ja Aussagen darüber, die in diese Richtung weisen. Aber wir wissen nicht, wer das sind und wie viele das waren. Und hier wird gesagt, es ist von über 1 Milliarde von Menschen, die sich bekehren sollten. Und das wird mehr sein als viel mehr, also als die Gesamtzahl derer, die jetzt im Himmel sind. Eine sehr bemerkenswerte Aussage.
Und ich meine, wenn wir, und in diesem Buch kann man dann weiterlesen, da sind so viele Aussagen drinnen, die eigentlich sehr in Frage zu stellen sind, wo man wirklich in einem Konflikt steht, haben wir es hier mit wahrer und falscher Prophetie zu tun. Hier ein anderes, das alles aus der charismatischen Bewegung, ein Buch, das den Titel trägt, Zieh aus, mein Volk. Und da geht es hier um diese ganze Israel-Problematik, die in der charismatischen Bewegung ist man ja hier sehr stark orientiert daran, dass man glaubt, dass Israel immer noch ein von Gott berufenes Volk sei, das Gott besonders in dieser letzten Zeit sammeln wird und zu einem besonderen Segen für die Menschheit noch werden sollte. Und hier haben wir ein Buch, das sehr stark mit dieser Frage sich befasst, welchen Plan Gott hat mit Israel. Und hier in diesem Buch gibt es einige Visionen, die dieser Schreiber, dieser Tom Hess heißt er, gehabt hat, ein amerikanischer Evangelist, also ein charismatischer Evangelist. Und er spricht hier in diesem Buch von einer Vision, die er 1987 gehabt hat. Da sprach Gott zu mir im Geiste, dass das Gericht über Amerika vor der Tür steht. Hier gibt es eine Prophezeiung über Amerika. Als ich dann am 24. März mit meinem Bruder betete, hatte ich eine Vision. Es war, als ob die Ewigkeit angebrochen wäre. Bomben sausten über unsere Köpfe hinweg. In der Vision griff ich zum Telefon, um noch Menschen zu warnen, aber es war zu spät. Plötzlich musste ich gegen die Mächte des Kommunismus und des Islams beten. Dann schien sich in der Vision die Ewigkeit vor mir wieder aufzulösen. Eine leise Stimme sprach zu meinem Geist, bald werden schwere Gerichte Amerika treffen, aber ich halte sie noch zur kurze Zeit zurück, denn die Juden sind noch nicht gewarnt worden, damit sie nach Israel ausziehen. Das heißt, hier haben wir eine interessante Idee im Hintergrund, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass über Amerika Gerichte kommen sollten, aber die werden erst dann kommen, wenn die Juden aus Amerika ausgezogen sind. Und das hat damit zu tun, dass viele in dieser charismatischen und in der evangelikalen Bewegung, in vielen evangelikalen und protestantischen Bewegungen der Überzeugung sind, dass Gott sein Volk in Israel sammeln möchte. Und aus diesem Grund hat man hier weltweit ein Missionswerk aufgebaut, das versucht, aus allen Ländern der Erde die Juden zu ermutigen, nach Israel zu ziehen, denn dort ist ja der Staat gegründet worden seit 1948. Und viele haben seit dieser Zeit daran gewirkt, dass die Juden zurückkehren. Nur die Geschichte, die wir bisher erlebt haben, die zeigt uns, dass das eigentlich eine ganz eigenartige Sache ist. Wie kann Gott auf der einen Seite die Juden sammeln und sie nach Israel führen, wenn auf der anderen Seite dort in Israel jetzt das Chaos losgeht und eigentlich seit der Staat gegründet worden ist, es nur mehr Chaos gibt und die Juden dort eigentlich nicht mehr in Frieden leben können. Und hier gibt es Prophezeiungen, die in diese Richtung gehen, wo Menschen aufgefordert worden sind, die Juden aufzurufen, auch aus Amerika auszuziehen, weil dort ein großes Gericht über dieses Land kommen werden und sie in Jerusalem sicherer werden. Dieses Buch ist voll von solchen Erklärungen und das ist nicht das einzige. Es gibt also eine Fülle von Literatur, die in diese Richtung gehen. Hier ein anderes Buch von Hall Lindsey, Die Entrückung. Da ist eine interessante Geschichte mit dieser Entrückungstheorie, wo hier vorausgesagt wird, dass bevor Jesus wiederkommen wird, wird es eine plötzliche Entrückung von Menschen geben, die hier auf dieser Erde leben. Er sagt hier zum Beispiel, während dieser Monate, also er spricht hier von einer gewissen Zeit, wo er eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht hat und besonders im Gebet mit Gott war, sagt er hier, während dieser Monate gewann ich die sichere Überzeugung, dass der Herr Jesus für die gläubigen Christen vor der Trübsalzeit kommen würde. Die Gewissheit beruht sowohl auf dem, was Menschen mich lehrten, als auch auf persönlichem, sorgfältigem Bibelstudium.
Jetzt, fast 30 Jahre später, habe ich noch einmal ganz bewusst alle Gründe für die Entrückung vor der Trübsal in Frage gestellt. Und dieses Buch versucht den Menschen zu vermitteln, dass es eine geheimnisvolle Entrückung für gläubige Menschen auf dieser Erde geben wird, bevor diese großen Gerichte, von denen da hier all diese Propheten voraussagen, über diese Erde hereinbrechen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann wissen wir, dass es keine Entrückung geben wird, bevor Jesus wiederkommen wird, vor einer großen Trübsal. Denn wenn wir in Matthäus 24 lesen, in diesem Kapitel, das wir da vorhin schon gelesen haben, da steht drinnen, dass in Kapitel 24 steht von einer großen Trübsal, die kommen wird, im Vers 21, denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bisher auch nicht wieder sein wird. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Und dann steht hier, wenn zu dieser Zeit, also in dieser großen Trübsalszeit oder noch vor dieser großen Trübsalszeit, Leute aufstehen werden, die werden sagen, hier ist Christus und da ist Christus, da sollt ihr nicht glauben. Denn da ist der Zusammenhang, da werden viele falsche Propheten aufstehen. Und offensichtlich haben wir es hier mit einem Konflikt zu tun. Wer hat jetzt die richtige Gabe der Prophetie? Propheten, die aufstehen und sagen, Jesus kommt vorher vor der großen Trübsal und wird dann die gläubigen Menschen entrücken und die Ungläubigen bleiben da und werden dann durch diese ganzen letzten Krisen kommen. Jesus sagt hier, geht was ganz anderes. Er sagt, bald aber nach der Trübsal, jener Zeit, dieser großen Trübsal, werden Sonne und Mond den Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also allein dieser Text zeigt uns, dass hier dass die gläubigen Menschen wie auch die ungläubigen Menschen durch diese große Trübsalszeit hindurchgehen werden und dass es keine Entrückung vorher geben wird, auf die wir uns verlassen können, wo wir sagen können, ja, wir brauchen uns vielleicht auf diese große Trübsalszeit nicht einmal vorbereiten. Also ich habe hier eine Fülle von solchen Büchern, die alle in diese Richtung gehen und letztendlich auch hier sehr starke Prophezeiungen machen über Jerusalem. Hier ein Buch Apokalypse über Jerusalem. Da geht es auch um diese Idee, dass Jerusalem wieder eine Sammlung erleben wird, dass die Juden von allen Ländern kommen werden, dass der Tempel dort wieder gebaut werden sollte. Und dass die Juden aus allen Ländern dorthin gehen sollten, dass Gott sein Volk sammelt. Und ich habe hier eine interessante Geschichte gefunden im Zusammenhang schon mit der Gründung des Staates Israels. Es ist bekannt, dass Theodor Herzl der Mann war, der 1860 hat er etwa gelebt, 1872 als 12-jähriger Junge, also 1860 ist er geboren, 1872 war er 12 Jahre alt. Und dieser Theodor Herzl war ja der Gründer des Judenstaates. Und mit 12 Jahren hat dieser Theodor Herzl einen interessanten Traum gehabt. Ich habe ihn hier in einem Buch gefunden, in einem charismatischen Buch von Reiki. Und da heißt es hier, das Buch heißt Morgen in Jerusalem, ja, von einem Autor namens Lambert, der diese Geschichte geschrieben hat. Und da heißt es, dieser Traum, den Herzl gehabt hat, der Messias nahm Herzl auf seine Arme. Er hat also geträumt, dass er, Herzl, von dem Messias in die Arme genommen wurde. Und dieser Messias entschwebte mit Herzl auf Windesflügel. Auf einer Wolke begegneten sie Moses. Der Messias rief Moses zu: Um dieses Kind, also um Theodor Herzl hier, habe ich gebeten. Zu mir aber sagte er:
der Messias, der ihn auf den Armen hatte als Zwölfjährigen: Geh, verkünde den Juden, ich werde bald kommen und Wunder und Großtaten vollführen für mein Volk und die ganze Welt. Weiter sagte der Messias zu Herzl: Ich habe dich erweckt, das Werkzeug zu sein, das mein Volk von den Enden der Erde zusammenbringt. Eine interessante Weissagung, eine interessante Vision, die Theodor Herzl hier gehabt hat, wo man sich wieder fragen muss: Ist das wirklich eine Vision? Ist das jetzt ein echter Messias, der ihm hier erschienen ist? Wir haben in diesem Text gelesen von Jesus, dass auch falsche Christusse erscheinen werden und Zeichen und Wunder tun werden. Und man muss sich fragen, ob hier der Herzl eine Vision hatte, die wirklich von Gott gekommen ist. Er bekam hier jedenfalls durch diese Vision den Auftrag, alles zu tun, um dass Gott ihn erwählt hat, um das jüdische Volk zusammenzuführen und wieder in ihre Heimat zu führen. Und wir wissen, einige Jahrzehnte später, 1948, ist der Judenstaat gegründet worden. Und der Herzl hat maßgeblich dazu beigetragen. Er hatte damals ein Buch geschrieben über den Judenstaat und hat hier in diesem Buch zum Beispiel gesagt, das jüdische Volk würde erst dann wieder in Sicherheit und Würde leben können, wenn es wieder einen eigenen Staat hätte. Das hat Theodor Herzl, davon hat er geträumt. Das ist ihm auch durch diese Visionen offensichtlich vermittelt worden. Und das, was wir bisher erleben, seit der Gründung des Staates Israel, ist alles genau ins Gegenteil verkehrt worden. Und das sollte uns eigentlich schon genügen, um zu sagen, hier haben wir es offensichtlich mit einem Konflikt zwischen wahrer und falscher Gabe der Prophetie, falscher und wahrer Prophezeiungen zu tun. Herzl sagt weiter: Darum glaube ich, dass ein Geschlecht, und das hat er in dem Buch Der Judenstaat, das er 1896 geschrieben hat, darum glaube ich, dass ein Geschlecht wunderbarer Juden aus der Erde hervorwachsen wird. Die Makkabäer werden wieder auferstehen. Die Makkabäer waren eine Befreiungstruppe, eine Befreiungsarmee, die damals zur Zeit der Römer geherrscht haben und versucht haben, gegen die Römer aufzustehen und das Land von den Römern zu befreien. Und das Ganze ist jämmerlich gescheitert. Und hier schließt Herzl an diese Geschichte an und meint, die Makkabäer werden wieder auferstehen. Wir sollten endlich als freie Männer auf unserer Scholle leben und in unsere eigene Heimat, in unserer eigenen Heimat ruhig sterben. Also ich glaube, all das, was hier vorausgesagt worden ist, hat sich eigentlich für Israel, für die Juden bis heute nirgends erfüllt. Der Staat ist nie mehr zur Ruhe gekommen und es ist keine Aussicht, dass es in diesem Land noch mehr also zum Frieden kommt. Im Gegenteil, wir merken, dass dieser Nahostkonflikt eigentlich zu einem Weltkonflikt ausgeartet ist. Und wenn man jetzt erkennt, dass hinter allem hier eine prophetische Welle dahinter steht, wo Prophezeiungen gemacht worden ist, wo Menschen aufgefordert worden sind, diesen Staat zu gründen und das Volk dorthin zu führen, und das Ganze geht in eine falsche Richtung, dann müssen wir uns fragen, ob das hier wirklich Gottes Plan ist. Die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es zwar interessant, dass es im Alten Testament sehr wohl Aussagen gab, dass das Volk der Juden gesammelt werden sollte aus allen Ländern der Erde. Aber das sind Prophezeiungen, die dort im Alten Testament im Zusammenhang mit der Zerstreuung aus Babylon standen. Und da hat Gott verheißen, dass er das Volk wieder sammeln wird. Und heute werden diese Prophezeiungen in diesen Büchern, die ich da erwähnt habe, in eine ganz andere Richtung ausgelegt, dass man sagt, das sei jetzt eine endzeitliche Erfüllung zu erwarten. Aber wir wissen, und da komme ich noch einmal auf diese Geschichte zurück, wo Jesus damals vor Jerusalem geweint hat und er selber gesagt hat: Wie oft habe ich wollen, das heißt, Jesus hat damals auch noch wollen, das jüdische Volk um sich sammeln,
aber es hat sich nicht sammeln lassen. Und wir lesen da eine interessante Prophezeiung im Propheten Daniel, der praktisch schon damals in die Zukunft geschaut hat und hier diese tragische Geschichte dieses Schicksals Jerusalems und damit darüber hinaus das Schicksal der ganzen Welt vorausgesagt hat. Daniel 9, Vers 25 und 26 ist eine Prophezeiung über das Kommen des Messias. Hier wird auch eine Prophezeiung, eine Zeitprophezeiung dargestellt, wo der Messias nach einer bestimmten Zeit kommen wird. Auf das möchte ich jetzt da nicht näher eingehen. Aber da heißt es hier im Vers 25, so wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Jerusalem ist also damals aufgebaut worden, nach der babylonischen Zerstörung, wirklich in kummervoller Zeit. Aber in diesem Zusammenhang ist das Kommen des Messias angekündigt worden. Aber dann auch hier, nach den 62 Wochen wird der Gesalbte aber, der kommen sollte, der angekündigt wurde, ausgerottet werden. Und das ist ja dann geschehen. Das Volk der Juden hat sich gegen diesen wahren Propheten aufgelehnt, hat ihn verworfen. Und jetzt sagt der Prophet Daniel voraus, dass die Folge davon sein wird, dass ein Volk eines Fürsten kommen wird und die Stadt und das Heiligtum zerstören wird. Aber dann, und hier steht eine Prophezeiung, was dann ab diesem Zeitpunkt, das sich damals zur Zeit Jesu, nach Jesus erfüllt hat, als sie den Messias ausgerottet haben, kam das Volk eines Fürsten, das waren damals die Römer, haben die Stadt und das Heiligtum zerstört. Und jetzt heißt es hier in diesem Text, schon angekündigt durch den Propheten Daniel, aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und damit ist jetzt keine Wasserflut gemeint, sondern eher eine Heeresflut. Und diese Flut, diese Heeresflut, und da heißt es, und da wird es bis zum Ende Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Aus diesem Text alleine hier kann man nirgends erkennen, dass Gott Israel oder Jerusalem noch einmal in Zukunft erwählen wird, sondern dass aufgrund dessen, dass dieses Volk sich damals so gegen den Messias gestellt hat, eigentlich eine traurige Zukunft vorausgesagt bekommen hat, im Alten Testament durch den Propheten Daniel schon. Jesus hat das wiederholt, obwohl er das Unheil abwenden wollte, aber es ist nicht gelungen. Und Jesus hat auch dann für die Zukunft vorausgesagt, dass es bis zum Ende dort eben immer mehr und mehr Kriege und Zerstörungen geben wird und das wird sich über die ganze Welt ausbreiten. Offensichtlich eine Prophezeiung, die heute noch immer in Erfüllung geht. Wir schauen in die Zukunft und wir können nur der Bibel weiterhin vertrauen, dass wir sagen, wir sind in einem Konflikt, in einer Auseinandersetzung mit wahren und falschen Propheten in allen Religionen. Ich könnte hier noch viele andere Bücher darstellen, die ähnliche Inhalte haben. Falsche Propheten auf allen Ebenen, selbst in wissenschaftlichen Zusammenhängen. Wenn wir auf die wissenschaftliche Ebene kommen, wird ja auch selbst dort der Welt eine Zukunft vorausgesagt, die wieder in eine ganz andere Richtung geht. Evolutionistische Ideen kommen da herein, wo man der Welt voraussagt, ja, auch Zerstörung, ein Chaos, das kommen wird. Aber das ist nicht das letzte Wort, was uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, am Ende, ja, geht es in eine Entwicklung, die immer mehr von Gott wegführt und deshalb immer mehr Chaos in diese Welt kommt. Aber letztendlich sagt uns Jesus, und damit möchte ich diesen Abend schließen, mit einem Wort, das Jesus in Lukas 21 vorausgesagt hat, wo er auch davon spricht, dass diese Welt gezeichnet sein wird von großen Katastrophen. Es steht hier in Lukas 21, Vers 25, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Leuten bange sein.
Und sie werden sagen, denn das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Und das offensichtlich sagen heute alle Propheten voraus. Da muss man jetzt nicht unbedingt ein falscher Prophet sein, wenn man solche Dinge voraussagt, aber es kommt darauf an, was wird hier über die weitere Zukunft gezeigt und wohin werden Menschen hier durch gewisse Propheten geführt, in welche Gottesverehrung, in welche Wahrheiten werden sie geführt oder in welche Unwahrheiten. Und dann sagt Jesus, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Verwarten der Dinge, die kommen werden auf Erden, denn auch der Himmel Kräfte werden sich bewegen. Aber dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes in den Wolken des Himmels und er wird erscheinen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist die Zukunft, die uns erwartet. Und da sagt Jesus dann, wenn aber dies anfängt zu geschehen, all diese Ereignisse, dann erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung nahet. Christen, die an die Bibel glauben, die wissen auch, dass Unheil kommen wird, aber die wissen, dass die Wiederkunft Jesu auf sie wartet und dass es darum geht, dass wir in eine rechte Beziehung zu Jesus kommen, dass wir dem wahren Jesus folgen, dass wir den wahren Propheten folgen und uns nicht von falschen Propheten in eine andere Richtung führen lassen. Letztendlich war es so und ist es wieder so und das fasst das zusammen. Wir haben hier die Bibel und der Bibel gegenüber haben wir viele andere Literatur und wir werden aufgerufen, die Bibel mit allen anderen Büchern und Verkündigungen in Parallele zu setzen und einfach zu prüfen, wem glaube ich jetzt, was ist wahr? Glaube ich einen inspirierten, wirklich von Gott gegebenen Wort, denn das alles, was in der Bibel vorausgesagt wird über diese letzte Zeit bis heute, hat sich bis heute erfüllt. Und es wird das, was noch weiter darüber steht und was wir sonst noch in diesem Buch haben, wird sich sicherlich auch noch weiterhin erfüllen. Und wir tun wohl, dass wir auf dieses Buch achten und wir können sicher sein, dass wir hier gut beraten sind, wenn wir uns an diesem Buch weiter orientieren. In diesem Sinne, denke ich, können wir unseren Abend abschließen und wieder neu ermutigt sein, dass wir unseren Blick nach links und nach rechts lenken und schauen, was wird heute da alles an Prophetie verkündigt und wie können wir uns allein an Gottes Wort ausrichten und uns an Christus orientieren und uns von seinem Geist und von seinem Wesen leiten lassen. Gott helfe uns, dass wir in diesem Sinne auch weiterhin unsere Abende gestalten können. Ich möchte euch nur einladen, dass wir mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns diesen Abend wieder erleben hast lassen. Danke, dass du uns dein Wort gibst, dass wir wissen dürfen, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du dafür gesorgt hast, dass wir in der Bibel die Wahrheit finden können und einen Prüfstein haben für all das, was nicht von dir kommt. Segne uns weiterhin, segne alle, die jetzt dabei waren, die mitgehört haben und hilf auch, dass alle die, die das noch weiterhören werden, auch selbst zur Bibel greifen und sich immer wieder von deinem Wort leiten lassen. Und so segne unsere weiteren Bemühungen, das Evangelium auch auf diese Weise weiterzugeben und in deiner Wahrheit gegründet zu werden und zu wachsen. Hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch Gottes Segen weiterhin, dass ihr ermutigt seid und wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder, so Gott will, dass wir diese Sendungen auch weiterführen können. Gut, ich danke euch.